Für ein sicheres Oberbayern, wie wir uns schützen, war ein Kongress überschrieben, zu dem die Oberbayern-CSU Delegierte aus dem ganzen Bezirk nach Mühldorf geladen hatte. Gekommen war auch Bezirksvorsitzende Staatsministerin Ilse Aigner. Etwa 100 Delegierte und Gäste der CSU konnte Oberbayern-Vorsitzende Ilse Aigner im Stadtsaal in Mühldorf willkommen heißen. Die innere Sicherheit ist für die CSU ein zentrales Thema. Dass Oberbayern die sicherste Region in ganz Deutschland ist, sah Ilse Aigner als Auszeichnung für die Politik, die Sicherheitskräfte und das gesamte Gemeinwesen. Die Bevölkerung, die Wirtschaft und die Industrie in der Region sind auf die Sicherheit hier angewiesen. Deshalb hat die Oberbayern-CSU dieses Thema zum Jahresthema gewählt. Dass Oberbayern eine der sichersten Regionen in ganz Europa ist, verdankt der Bezirk auch der hervorragenden Polizeiarbeit. Neue Herausforderungen bis hin zur Wirtschaftsspionage mahnen aber, sich auf dem aktuellen Stand nicht auszuruhen. Aber auch das werden die Polizisten und Kriminalbeamten und die Justiz meistern, die schon bisher hervorragende Arbeit leisten. Die CSU bekennt sich zu den Sicherheitsorganen und wird sie auch weiter so gut ausstatten, dass sie das hohe Niveau auch weiter halten können. Die CSU vertraut den Diensten auch weiterhin uneingeschränkt. Das gilt auch für die vielen ehrenamtlichen Helfer bei Feuerwehren, Rettungsdiensten und technischem Hilfswerk. Sie alle leisten einen unschätzbaren Beitrag zur Sicherheit. Deshalb waren sich die Ortsvorsitzenden einig, das Thema innere Sicherheit zum Jahresthema zu wählen. So hieß die zweite Bürgermeisterin Ilse Preisinger Sonntag als Hausherrin willkommen und die Initiatoren des Kongresses MDL Dr. Florian Herrmann und MdB Stefan Mayer. Herzlich willkommen hieß sie auch die MDLs Ingrid Heckner und Dr. Martin Huber sowie stellvertretenden Landrat Alfred Landenhammer und die zahlreichen Bürgermeister. Damit wünschte sie den Delegierten fruchtbare Diskussionen und viel Erfolg. Stellvertretender Landrat Alfred Landenhammer hieß die Delegierten in Mühldorf herzlich willkommen, einem Landkreis, dem die Sicherheit schon immer sehr am Herzen lag. Das zeigen die statistischen Daten im Sicherheitsbericht der Polizeiinspektion Mühldorf, aus dem er zitierte. Er dankte der Polizei für ihre gute Arbeit und war sicher, der soziale Friede ist nur zu halten, wenn die Sicherheit der Bürger gewährleistet ist. Dazu müssen sich alle Dienste immer weiterentwickeln und Methoden gegen neue Herausforderungen finden. Da es aber nicht reicht, die Zahl der Polizisten zu steigern und sie besser auszustatten, muss jeder Bürger daran mitarbeiten. Bei allem ist der ländliche Raum natürlich im Vorteil, wo Fehlverhalten leichter auffällt als in Ballungsräumen. Alfred Landenhammer war sicher, die CSU kann und wird alles tun, die innere Sicherheit auch weiter zu gewährleisten. Damit wünschte er den Delegierten fruchtbare Diskussionen. MdL Florian Herrmann, der auch Vorsitzender des Arbeitskreises Polizei der Oberbayern-CSU ist, war überzeugt, es war eine richtige Entscheidung, die innere Sicherheit zum Schwerpunktthema zu machen. Sein Arbeitskreis beflügelt die politische Diskussion im Bezirk und hat schon viele gute Ansätze eingebracht. Aus diesen Ansätzen entstand ein Positionspapier, das beim Bezirksparteitag verabschiedet werden soll. MdL Dr. Florian Herrmann ging auf das Dokument ein, das die drei wesentlichen Punkte beschreibt, wie die CSU die innere Sicherheit gewährleisten will. Er war überzeugt, ohne innere Sicherheit kann es Freiheit nicht geben. Er ging auf die vielfältigen Bedrohungen ein, die es abzuwehren gilt. Dass das bisher gelungen ist, zeigt der Zuzug von über 2 Millionen Menschen aus den anderen Bundesländern. Es ist schließlich nicht selbstverständlich, dass München die weltweit sicherste Großstadt ist. Das alles gilt es zu erhalten, besonders in Zeiten des internationalen Terrorismus, des Krawalltourismus und der Cyberkriminalität. Vielen Dank. MdB Stefan Mayer, innen- und sicherheitspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, dankte der Oberbayern-CSU für die Wahl des Jahresthemas, was vor einigen Jahren noch schwierig gewesen wäre. Es hat sich viel verändert. Die Menschen sind sich der Bedrohung bewusst und kümmern sich wieder mehr um die innere Sicherheit. Auch wenn es kein Grundrecht auf Sicherheit gibt, ist es doch Aufgabe der Verantwortlichen, den Bürgern Sicherheit zu bieten. Nur so können Wirtschaft und Gesellschaft funktionieren. Wie gut das gelingt, zeigt die Vorbereitung des G7-Gipfels in Elmau, die von allen Seiten gelobt wird. Da es bisher keine Auffälligkeiten gibt, ist davon auszugehen, dass bekannt ist, dass Bayern anders mit dem Thema Sicherheit umgeht als andere Bundesländer. So werden hier auch Dschihadisten anders behandelt. Etwa 650 Deutsche sind nach Syrien gereist, 75 von ihnen haben dort gekämpft und etwa 200 sind zurückgekehrt. Das zeigt das konkrete Bedrohungspotenzial in unseren Städten, wie zuletzt in Frankfurt-Eschborn. Stefan Mayer verwahrte sich gegen Verunglimpfungen mancher Parteien, die die Sicherheitsbehörden als Repressionsapparat beschimpfen. Dabei leisten diese Kräfte besonders schwierige und wertvolle Arbeit. Es gilt also für alle Parlamente, sich einerseits öffentlich zu diesen Behörden zu bekennen
und andererseits sie bestmöglich zu unterstützen. MdB Stefan Meyer mahnte, die gestiegene Zahl Wohnungseinbrüche ernst zu nehmen und die Menschen zu sensibilisieren. Schließlich geht mit jedem Einbruch eine Dramatisierung der Betroffenen einher. So hat die Bundesregierung Mittel bereitgestellt, mit denen Bürger ihre Wohnungen sicherer machen können. Das alles zeigt, die innere Sicherheit ist eines der Kernthemen der CSU. Damit schloss er die Begrüßung und lud die Teilnehmer in drei Foren zu vertiefter Diskussion ein. Im Stadtsaal selbst diskutierten die Delegierten unter der Leitung von Dr. Florian Herrmann und MdL Ingrid Heckner mit Professor Dr. Gabi Treo-Rodosek von der Universität der Bundeswehr die Herausforderungen für die Computersysteme durch Cyberkriminelle in Zeiten fortschreitender Digitalisierung. Im Restaurant Wintergarten widmeten sich die Zuhörer der Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen der Enkeltrick- und Schockanrufkriminalität, moderiert von MdL Dr. Martin Huber. Und im Wintergarten selbst moderierte MdB Stefan Meyer das Forum zum Thema Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Er hatte den Präsidenten des Bayerischen Landeskriminalamtes geladen, Peter Date. Da es keine zusammenfassende Runde aller Forumsteilnehmer gab, haben wir die Moderatoren gebeten, uns die Ergebnisse der Diskussionen zusammenzufassen. Wir haben uns in dem Forum internationaler und vor allem islamistischer Terrorismus sehr intensiv mit der aktuellen Bedrohungssituation beschäftigt. Der Präsident des Bayerischen Landeskriminalamtes, Herr Date, hat sehr ausführlich und unheimlich interessant uns geschildert, wie die aktuelle Situation ist, dass es aus dem Bundesgebiet mittlerweile schon 650 ausgereiste Dschihadisten gibt, dass aber auch aus Bayern mittlerweile schon über 60 Dschihadisten in den Bürgerkrieg nach Syrien gereist sind und sich dort dem sogenannten Islamischen Staat angeschlossen haben. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man alles dafür tut, die Radikalisierung von jungen Moslems zu verhindern. Das ist nicht einfach, aber kann gelingen, auch mit entsprechenden Programmen, mit Angeboten, mit Unterstützungsleistungen für die Angehörigen, weil die jüngste Erfahrung gezeigt hat, dass die Dschihadisten immer jünger und immer weiblicher werden. Wir haben auf Bundesebene ein Gesetz geschaffen, um auch den Personalausweis entziehen zu können, nach den gleichen Vorgaben wie den Reisepass, um dann, wenn jemand wirklich sich auf den Weg machen will, ihm den Personalausweis wegnehmen zu können und damit die Ausreise aus dem Bundesgebiet verhindern zu können. Aber natürlich müssen auch Vorkehrungen dafür getroffen werden, dass, wenn jemand es tatsächlich geschafft hat, über die Türkei oder über Ägypten nach Syrien zu reisen und er möglicherweise sogar mit Kriegserfahrung, mit Terrorerfahrung wieder zurückkommen will, dass dann von diesen Personen keine Gefahren ausgehen. Dafür ist es wichtig, dass wir unsere Landesämter für Verfassungsschutz, auch das Bundesamt für Verfassungsschutz, personell so ausstatten, dass sie diese Überwachungen vornehmen können. Und dann muss man natürlich auch mit gezielter Ansprache den Personen klar machen, dass man sie auf dem Schirm hat und dass alles dafür getan wird, dass von ihnen keine Gefahr ausgeht. Ja, wir hatten hier das Forum zum Thema Einbruchschutz, Sicherheit und Enkeltrick und Schockanrufe, und es ist wieder mal deutlich geworden, dass natürlich die innere Sicherheit ganz wichtig ist für das persönliche Wohlbefinden, für das persönliche Empfinden der Menschen, wie sie sich in diesem Land wohlfühlen. Und wir sind gerade im Bereich der Einbrüche bei einer dramatischen Entwicklung. Die Einbrüche nehmen deutlich zu. Nichtsdestotrotz kann natürlich jeder Einzelne ein Stück weit zu seinem Schutz beitragen, durch technische Prävention, durch bessere und stabilere Fensterscheiben, durch verstärkte Maßnahmen bei Fenstern und Türen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch Aufgabe des Staates, durch eine starke Polizeipräsenz hier Prävention zu leisten. Im zweiten Bereich, Betrug am Telefon, ging es vor allem um den Bereich der sogenannten Enkeltricks und Schockanrufe, wo sich also fremde Menschen bei älteren Herrschaften als Enkel oder enge Verwandte ausgeben, einen Notfall vortäuschen und die älteren Menschen dann ja schockiert von diesem angeblich schrecklichen Ereignis dann wildfremden Menschen Geld überreichen, um die größte Not zu lindern. Da gilt es vor allem auch hier, die Menschen zu sensibilisieren, immer wieder darauf hinzuweisen, sich nicht hinreißen zu lassen, fremden Menschen an der Haustür Geld zu überreichen und vor allem am Telefon immer zu fragen, wer ist eigentlich dran. Und wenn jemand anruft und seinen Namen nicht nennt, ist das schon immer ein erstes Warnsignal, dass dahinter vielleicht ein Enkeltrick stecken könnte. Also wir haben uns sehr intensiv über das Thema Cybersicherheit unterhalten, die vielfältigen Chancen, die Digitalisierung bringt, angesprochen, aber natürlich auch die Risiken für die einzelnen Bürger, für die Unternehmen und für die kritische Infrastruktur. Wir haben über Cyberterrorismus gesprochen, also die ganze Bandbreite, und da hat uns vor allem auch die Frau Professor Dreo von der Universität der Bundeswehr, die da eine Expertin ist für Cybersicherheit, sehr unterstützt dabei.
Und als Ergebnis von diesem Workshop heute kann ich sagen, es ist ganz klar geworden, dass wir Bürger, aber auch die Unternehmen, die sich nicht einen Spezialisten Vollbeschäftigung leisten können, ständig sich informieren müssen, alle Möglichkeiten, denn die digitale Sorglosigkeit ist schon noch enorm.